Fährst du? Ja. Weißt du, was lustig ist? Beide Motoren mit unterschiedlicher Leistung. Alter, geil, Alter. Geil. Boah. Boah. Richtig nice. Du spielst der Hammer. Boah, ey, schön, da kann man doch so viel Spaß dran haben. Boah. Ja, hallo und herzlich willkommen bei The Forest. Wir spielen die alte Version, ne, die Beta, man sieht es bereits. Nee, nach The Forest, also jetzt machen wir ein ganz anderes Spiel, Scrap Mechanic. Ich weiß, der ein oder andere kennt es vielleicht. Der Sache sieht irgendwie wunderschön aus, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ja. Ja, er ist einfach eine zauberhafte Elfe. Ich dachte erst, das wäre ein Kerl, da habe ich mich schon gefreut. So ein lustiger Typ mit blonden langen Haaren. Das dachte ich bei dir zuerst auch. Ja. Das ist ja ein Zufall. So. Ach du alter Schamlöer. Ja, wir spielen. Bist du kleiner als ich oder bist du gerade in der Hocke? Nee, ich bin in der Hocke. Wollen wir was ausprobieren in der Hocke, weil es aber hat noch nicht so geklappt. So. Nee, das ist. Jetzt bist du aufgestanden. Macht ja gar keinen Unterschied. Nee, du bist. Also kann ich dich. Ich bin schon deutlich größer als du. Also muss man ja mal sagen. Also, nee, also hier, überhaupt nicht. Doch, doch. Also ich finde, außerdem kann ich dir mit der Hand ins Gesicht fassen, wenn er so mit seiner Gummihandschuhhand, warte mal. Kann ich dir eigentlich einen geben hier? So, patsch. Nein, ist ja kein PvP. Scrap Mechanic, muss ich ganz kurz sagen, es ist, eigentlich momentan ist es einfach nur ein lebender Sandbox Creative Mode mit lustigen Sachen, die man bauen kann, aber, also man könnte zum Beispiel jetzt, hier, ich fasse mal ganz kurz an, hier, oh, ist das schön. So, jedenfalls, man könnte jetzt zum Beispiel eine ganze Stadt bauen und sonst irgendwas wie bei Minecraft oder sonst irgendwas, aber es gibt hier auch Sachen wie Motoren, Pipapo, man kann alles mögliche mechanisieren, was genau man machen kann, es sind, glaube ich, unendlich viele Möglichkeiten und ich glaube, also ich drück auch mal auf I gerade. Es gibt hier einfach so viel, was man machen kann. Das sind die ganzen Bauteile, die es momentan gibt. Es gibt immer noch zahlreiche Updates, das heißt, es kommt und kommt und kommt noch viel mehr dazu. Und unsere erste Aufgabe, ich glaube, wollen wir uns ein Auto bauen? Ja, das wäre eigentlich geil. Ja, machen wir. Ja, also machen wir, Dickerchen. Komm mit. Das ist so die. Ja, das ist. Hat die Alte mich gerade Dickerchen genannt? Ich habe manchmal so kleine Lecks. Hast du die auch? So ganz kurze? Nö, ich habe so kleine Leck mich doch am Arsch, weil du mich Dickerchen genannt hast. Okay. Hier ist ein schöner Platz, oder? Hier kann man doch anfangen. Guck mal, hier ja, ist theoretisch hier ist kann man jetzt noch eine Blume, eine rote. Was? Kann man die pflücken? Nee, ich habe also gar keine Ahnung. Du hast ja mal ein bisschen schon jetzt im Off rumprobiert, aber ich habe halt noch gar keine Ahnung, also wie immer. Pass auf. Auf der 1, ne? Also hier 1, 2, 3, 4, 5, Hotkeys wie immer. Mhm. Auf der 1 hast du das Mechanics Handbook. Wenn du da Linksklick machst, dann geht das auf. Boah. Und dann kannst du durchgucken, how to play, hier steht die Steuerung, hier ist how to build a vehicle, veering, anything you attach will rotate und so weiter. Also es gibt hier... Es gibt ach, interessiert mich nicht. Das mache ich alles so. Nee, Alter, guck da ruhig mal hin. Hab Lift, ich. Connect Tool. Es gibt so krasse Sachen. Driver Seat, Gas Engine, Thruster. Alter. Mit Düsen. Ja. Boah. Alter, das wird geil. Alter, mit Düsen ist genau mein Ding. Also wir können uns im Spiel echt austoben. So viel mal ist mal sicher. Und ich bin mal gespannt, was wir da bauen können. Der Gronkh hat schon so ein Schloss auf Rädern vorgeschlagen. Das wäre eigentlich auch ziemlich geil. Aber wir fangen erstmal klein an. Das ist schon low. So, pass auf. Wir fangen einfach mal an mit einer Karre. Ne, das hier ist ein Wagenheber. Den kann man so... Ja, ja, ich verstehe. So. Und das hier wäre dann quasi, ich guck mal ganz kurz, vielleicht mache ich die nicht unbedingt aus Stein, die Karre. Okay. Metall. Ich habe gerade mal Stein da hingesetzt. Oder ist es Stein oder Metall? Ich überlege gerade, ob ich vielleicht Metall nehmen soll. Pass auf, ich nehm mal Metall gerade, oder? Ja, ich zeige auch mal gerade die Auto. Metal Blocks einfach, ne? Genau. Wie ziehe ich denn da runter? Ach, Drag and Drop, das ist ja selbsterklärend fast das ganze Game. Holz brauchen wir nicht. So, ich mache erstmal hier so. Hey, warte, ich versuch's natürlich wieder. Hey. Ach so, ich wollte auch mitbauen. Achso, nee, also super gerne, entschuldige bitte. Ich wollte nur gucken, dass wir das möglichst irgendwie hinkriegen. Nee, ich wollte das so hinkriegen, dass man, hier, Driver Seat, reicht schon. Alter, man könnte auch ein mehrstöckiges Auto bauen. Geil. Da kannst du eigentlich alles bauen, da kannst du eigentlich so ein Driver Seat muss man da drauf knüppeln. Ja, ja, mach ich auch gleich. Oh, so, zwei, an die Seite sieht bestimmt gut aus. Warte mal. Okay. Eins, und dann, ich mach mal drei hier, so. Und dann mache ich hier auch nochmal so, sagen wir mal, zwei auf jeder Seite. Oder eins reicht vielleicht schon. Nee, zwei. Wir wollen ja zusammenfahren, ne? Ja, auf jeden Fall. Zwei Driver-Seats müssen da rein. So, und zwei Driver-Seat wird schwierig. Meinst du, reicht das? Ja. Ich weiß gar nicht. Pass auf, ich baue mal den Driver-Seat da drauf. Okay, ich baue meinen daneben. Aber das passt doch.
Warte, so, ne? Da müsste man hier hin. Also der ging auch noch drauf, warte. Okay. So. Nee, da machst du, wenn du zwei Driver Seats machst, hast du ein Problem, weil zwei Lenker ist schwierig. Nee, das wird super. Alter. Lass doch mal probieren. Sei mal ein bisschen kreativ, Gregor. Ein bisschen. Ich überlege gerade, was passiert eigentlich, wenn wir das wirklich machen. Wenn wir beide lenken können, ne? Das ist das Interessante. Ja, genau. Genau, das haben wir heute vor. Also das wird doch super. Guck mal, wir haben gar nichts von der Welt gezeigt. Wir haben direkt angefangen zu bauen. Ach so, ja, weil wir sind einfach so, weißt du, wir sind ja so, ne? Guck mal, da hinten gibt es Wassertanks. Ich glaube, es gibt sau viel, oder? Also bei mir leckt das ein bisschen. Echt? Ist gerade was am Hochladen, oder ich vielleicht? Nee, ich sag da gar nichts so. Abbauen kannst du nicht. Also wir müssen auch dazu sagen, dass der kreative Spielmodus, den gibt es bisher nur. Es wird auch andere Spielmodi kommen. Genau, Early Access. Alt Alpha, ist alles Alpha. Hier, guck mal, hier gibt es noch Wassertanks. Die kann man später wohl auch noch bauen, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Vielleicht kann man mit den Wassertanks auch was machen. Vielleicht ein Auto daraus basteln. Nee, aber vielleicht kann man da später noch was anschließen an so ein Aquasystem für eine Bewässerung oder Flusssysteme oder bla. Da kannst du ja tausend Sachen machen, theoretisch. Boah, du bist so klein. Hallo. Boah, ich würde gerne in dieses Rohr reinrennen. Ja, das glaube ich dir. Fängt ja so, schon wieder gut an. Das sah ein bisschen aus wie Rumpels Arm. Natürlich. So, haben wir dann? Der Arme. So, auf jeden Fall, die Welt ist natürlich riesengroß. Das heißt, wenn wir jetzt allzu weit laufen, natürlich verlieren wir dann. Wo ist denn. Wo haben wir das denn aufgebaut? Ich hab bloß das gedespawnt. Hä? Oder war das hier drüben? Ah, hier drüben. So, wir haben also zwei Driver Seats. Es kann eigentlich nur scheiße werden. Wo bist du? Was da war das? Er ist nicht da, ich kann jetzt machen was. Ja, ich hab's. Mist. Okay, scheiße. Hallo. Darf ich auch einen da hinsetzen? Du setzt doch öfter mal einen im Büro. So. Wie hast du das gemacht? Gedrückt gehalten und dann kann man so mehrere Felder setzen direkt? Ach, genau, das ist ja geil. Genau. Pass auf, da mache ich. Bam. Boah, der Motor. Ja, soll ich jetzt zwei Motoren machen? Ey, zwei Motoren. Okay, es wird furchtbar, das weißt du. Ich mache schon mal die Pöppels für die Füße. Warte. Hm? Ja, für die Räder müssen noch so Dinger dran. Oder? Nein, pass auf. Nein, erstmal brauchen wir ja, sonst sind die Räder unbeweglich, weil sonst können wir die nicht auf der Achse drehen. Deswegen kommen hier erstmal diese, ne, so Drehscheibchen dran. So. Ah, die habe ich ja hier. Stimmt, klasse. So. Und die müssen überall dran, wo bewegliche Teile sind. Und dann so das Rad bestimmt. Ja, genau. Das wäre schon mal ganz gut. Ich bin eine große Hilfe. Boah, das wäre vielleicht auch interessant. So, das wäre so ein Hoverboard, weißt du? Mal gucken, was da passieren würde. Wie würde sich das Ding drehen? Komm, wir probieren das mal aus. Oh. Man hört nichts mehr. Der TS ist irgendwie total am Abkacken mal wieder. Ja, das ist natürlich wieder lustig. Erik probiert mit mir zu kommunizieren, ich mit ihm. Das wird super. Finde ich auch, auf jeden Fall. Oh, der ist outgetimed hier, der User in diesem Channel. Das ist ja dämlich. Moment. Channel switch. Was ist denn los bei dir, Alter? Weiß ich auch nicht, da war erst der TS da irgendwie am rumhantieren. Am rumhuren. So. Ich weiß es auch nicht, mein Lieber. Du, ich bin auf jeden Fall wieder da und ich sehe, unser Fahrzeug ist so gut wie fertig. Ja, das Problem wird natürlich, also wir müssen. Das wird, also wenn wir beide lenken, wird das natürlich furchtbar, das weißt du, ne? Das wird super, setz dich hin, Alter. Ja, wir müssen noch verbinden, Alter. Dein Driver-Seat ist noch gar nicht mit dem Motor verbunden. Ich bin eine kleine Prinzessin. Warte. Ja. Ist aber cool, wie die sich auch so hinlegt, ne? So in die Richtung. Soll ich das wirklich machen, dass wir beide. Das wird furchtbar, das weißt du, ne? Ich wollte jetzt eigentlich. Du wolltest mich reinlegen, gib's zu. Nee, gar nicht. Du hast jetzt. Warte hast mal, jetzt ganz kurz. Also, du hast die Räder dran montiert? Mit so Stange? Genau. Und jetzt geh mal auf den letzten Slot. Da hast du ja diese Art Lenkrad, ne? Also, Dingens da. Ah, dann können wir alles Guck verbinden. Mal, jetzt siehst du nämlich, das sind die elektrischen Verbindungen, die ich gerade gemacht habe. Und wir müssen mal den Rädern nochmal gucken, fährt das Ding auch wirklich geradeaus? Denn die hier sehen mir irgendwie.
Das ist ja nur orange, das eine. Ist das ausschlaggebend? Das ist normal. Das ist normal, okay. So, jetzt müssten die Räder eigentlich richtig rum, weil die einen Räder sind, glaube ich, falsch rum gewesen. Wie er es nicht erwarten kann, weißt du? Alter. So. Ich gehe und baue ein anderes Auto. Tschüss. Hey, lass mich wieder runter. Gregor. Okay. Danke. Achso, vielleicht ein bisschen höher. Lowrider. Ich will nur ein bisschen rappen. So. Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Die Scheiben. Scheiße, wie waren das nochmal? Die Drehscheiben. Warte mal. Wir haben jetzt jeder einen eigenen Motor. Und dann müssen wir nochmal ganz kurz. Eine Drehscheibe dran, hier. Ja, ja, ja. Und hier natürlich auch nochmal. Ich mach das mal zur Verzierung, damit das auch noch was aussieht. Was machst du? Ich sag das. Das sind das ist die Frage. Die Rallye-Streifen, wo du willst abhauen. Ne, geht. Ach, geht da noch gar nicht. So, wenn du jetzt fährst, was passiert? Wir fahren. Wir geben ein bisschen. Ja. Das ist so geil. Könnte es sein, dass Metall vielleicht zu schwer ist fürs Auto? Alter, wir fahren die zwei Rentner in der Fußgängerzone. Ach, ich steuere die eine Seite, du die andere. Ja, ja, natürlich. Oh, meine ist sogar noch falsch rum. Meine ist auch noch invertiert. Du musst das drehen. Geil. Ah ja, scheiße, meine auch. Alter, das ist echt ein Racing-Team, was wir auf die Beine gestellt haben. Das ist schon immens, muss ich sagen. Alter, miau. Oh nein, Alter. Oh Mann. Schnell, wir müssen ins Rechenzentrum. Die Gronki hat einen Slowdown. Verstehst du? Das erklärt einiges. Fehler 501. Wie hieß der denn nochmal früher immer, der kam? Alter, ist das furchtbar gerade. Ich kann das nicht mal mit ansehen, wie wir hier fahren. Das ist furchtbar. Es funktioniert irgendwie, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich bepiss mich gerade. Oh, ey, das klappt nicht. Das Auto ist scheiße. Wir sollten noch was ändern. Vielleicht müssen wir da. Vielleicht ist das Metall zu schwer. Vielleicht reichen die Motoren nicht. Pass auf, ich mach mal eben folgendes. Ja, so, pass auf. Ja, ich mach auch folgendes. Das kriegt er gar nicht mit, wenn ich das hier mache. Ich mach mir jetzt nämlich eine Seifenkiste. Verstehst du? Ich mach mir einfach mal eine Seifenkiste heimlich. So. Ey, vielleicht klappt's jetzt. Warte, wie mache ich die elektrische Verbindung? Mit dem komischen Dingens da, da. Verstehst du? Ja, dann kann ich so. Mit dem Dingens. Hier mit dem Lenkertool. Und dann musst du mit einem linken, mit der linken Maustaste kannst du immer verstehe. Kabel ziehen, quasi. Das hat nicht geklappt. Passt das? Ach so, ich verstehe. Jetzt läuft. So, ich will das gerade nochmal austesten hier eben. Ich sehe gerade noch nicht mal Räder. Oh, da kann ich nichts langlegen. Das geht auch nicht. Ja, man muss natürlich noch ein bisschen rumprobieren hier, ne? Ja. So, mal gucken. Ich mach mal was richtig Sinnvolles. Warte ab, du wirst begeistert sein. Fährt das jetzt überhaupt? Ich hab ein bisschen Angst davor. So, mal gucken, wenn ich jetzt hier so eine Dinger noch dran bringe, das müsste ja eigentlich reichen. Nennt man quasi eine kleine Seifenkiste. Die müsste aber schneller sein normalerweise. Ich baue das mal wieder ab, aber ich wollte mal ein bisschen rumblödeln. Das ist aber nichts geworden. Nee, ich wollte einen dritten Motor reinbasteln. Ich hab's weggemacht. Aber der bringt doch gar nichts. Warte. Okay. Das Ding müsste eigentlich klappen. Also theoretisch ja. Jetzt muss ich noch die Verbindung irgendwie hinkriegen. Der Lenker. Nee, warte, der Motor erstmal. Aus welchem Material hast du das jetzt gebaut? Aus Metall? Aber eigentlich dürfte Metall doch nicht zu schwer sein. Na, das ist jetzt Holz. Okay, dann mache ich mir jetzt auch so ein Ding. Also als erstes muss ich. So, das als erstes machst du so einen Grundrahmen quasi. Alter, Vierradantrieb ist voll übertrieben. Das wird so. Alter. Für so ein Ding Vierrad. Genau, da machst du jetzt eine Plattform drauf quasi. Einmal so, ne, so ein Blöckchen. Und die Metallblöcke mache ich trotzdem mal. So. Okay, Metall. Ich weiß nicht, ob Metall schwerer ist. Das kann ich echt nicht sagen, ob das jetzt so ist wahrscheinlich so komplex. Es würde mich nicht mal wundern.
Ja, aber andererseits sind die Autos auch aus Metall, größtenteils. Ja gut, aber nicht, das sind ja schon fette Stahlwände, weißt du, was ich meine? Da machst du einen Panzer draus. Ja gut, das stimmt. Ich habe aber eine Idee, eine coole, damit die auch ein bisschen cooler aussieht als deine Karre, weißt du? Und du meinst es ja erstmal nur, damit es fährt, weißt du? Erstmal nur so ausprobieren. Okay. Ich habe nämlich jetzt auch Rallye-Streifen. Deins wird wahrscheinlich auch viel cooler. Nein, könnte ja cool werden. Ich lasse mich überraschen. Ich probiere mal gerade. Ah, up and down, okay. Alles klar. Oh, der fährt. Funktioniert, ich fahre vorwärts. Das funktioniert gut. So, Alter. Da ist vielleicht noch irgendwas im Argen. Schön. Oh. Alter, guck mal, meine Steuerung. Guck mal ganz die Vorderräder. Wenn ich nach links lenke, ne? Wenn ich nach links lenke. Alter, schön. Schön. Einfach schön, Alter. Das Retardo-Mobil kommt an. So, einfach. Das Game ist der Shit. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht, ey. Das ist echt ein geiles Spiel, ey. Ohne Scheiß. Das macht echt Spaß. Ja, mega. Vor allem wie so eine Art Failen. Das ist immer das Beste. Also, pass auf, du hast gesagt, da unten muss auch noch so ein Ding dran. Hier so drunter, so hast du das gemacht? Hm? Genau, das sind halt die Achsen quasi, weißt du, zum Lenken. Die hinteren, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt welche brauchen, wäre vielleicht ratsam. Ja, klar. Ach, ich weiß, warum unsere Metallkarren. Alter, ich habe eine Idee. Warte mal eben. Stimmt, ich muss ja noch einen Motor draufkriegen hier. Walle? Ja? Kommst mal kurz? Moment, eine Sekunde. Es macht so viel Spaß, ich kann hier nicht weg gerade. Nee, ganz kurz, dauert eine Minute. Setz dich mal kurz auf einen, auf einen Mitfahrer, auf einen Auchfahrersitz. Das klappt gut auf jeden Fall. Schön. Warte mal. So. Entschuldigung. Ich muss das vielleicht anders machen. Aber wie hast du das jetzt wieder dahin gesetzt? So cool. Du kannst einfach mit diesem Lift kannst du einfach draufklicken und dann kannst du wieder hinstellen. Ah, okay. Okay, jetzt ist die Frage, die Gas Engine. Die Motorpower hat offensichtlich gereicht. Was ist besser? Vorderradantrieb ist, glaube ich, besser, oder? Ja, also Heckantrieb hat BMW, Mercedes und Vorderradantrieb hat Ford und so. Aber also Heckantrieb, wenn der zu schnell ist, dann geht er natürlich auch nach vorne, oben, ne? Also oben nach vorne. Also vorne, ja, wenn der Heckantrieb zu schnell ist, geht dir der Arsch halt weg. Ja, genau. Das ist das Problem hier, glaube ich, auch gerade. Aber das ist doch cool. Kann man driften. Macht doch viel mehr Spaß. Ich muss aber den Speed reduzieren hier irgendwie. Oder wir müssen das irgendwie anders machen. Nee, ich habe eine Idee. Setz dich mal hin. Zeig dir mal was. Ich bin doch Profifahrer, weißt du doch, vom Nürburgring damals. Warte. Okay. Ja. Du wirst erstaunt sein. Warte. Achso, warte, ich muss den Lift erstmal wieder wegmachen. Okay. So. Fährst du? Ja. Weißt du, was lustig ist? Beide Motoren mit unterschiedlicher Leistung. Alter, geil, Alter. Geil. Boah. Richtig nice. Du spielst der Hammer. Ey, da kann man doch so viel Spaß dran haben. Boah. Ich glaube, das wird unser Verderben. Alter, das ist nice. Also wirklich richtig cool. Also wir haben jetzt schon ein paar geile Sachen, aber ich will das Ding jetzt hier noch fertig bauen. Komm, der Folge. Ja. Willst du mir helfen? Unsere Karre hier. Ich bock das Ding hier wieder auf. Warte mal, ich probiere nochmal ganz kurz bei dem Ding. Ja, find doch mal raus, warum das mit der Steuerung nicht so ganz... Das mit der Steuerung funktioniert, aber wir haben einfach zu viel Power in dem Ding. Okay, 1, 2, 3, 4 auf dem vierten Strich. 1, 2, 3, 4. Das könnte funktionieren, okay. Jetzt baller ich da die Dinger dran, ne? Ist ja korrekt. Genau. So, hier brauchst du jetzt aber noch... Da muss dann die Außendinger auch nochmal so eine Dinger... Genau so.
Weil die Räder müssen sich auch drehen. Ja klar, habe ich mir fast gedacht. Ey, das erinnert mich ein bisschen an dieses Spiel mit den Maschinen von damals, wo du so eine Riesenmaschine, so eine verrückte bauen musstest. Ja, das stimmt. Wie heißt denn das noch? Ist doch gar nicht mal so lange her, da gab es noch so eine Neuauflage davon. Mein, das sieht eher aus wie so ein cooler Trecker. So, warte mal, wenn ich jetzt hier... So, jetzt nach unten und jetzt Elektronik verbinden. Alter! Wo bist du? Nichts, ich teste hier noch was. Warum? Boah, Vierrad. Warum? Komm, Allrad gebe ich dem. So, wie mache ich jetzt? Ah, okay. Achso, ich bin schon auf dem Lift. Nicht vergessen, den Lift wegzuräumen. Ja, meiner ist so lahm. Ach, ich hätte ja da Platz lassen müssen. Okay, ich sehe, woran es liegt. Hinten schlackert es natürlich bei mir. Bei mir lenkt der gar nicht und ich weiß auch, glaube ich, wieso. Ja, du musst das Lenkrad natürlich auch verbinden, ne? Ja. Aber das ist natürlich die Frage, wie verbinde ich denn die hinter. Ja, gut, muss ich wahrscheinlich genauso. Okay, dann haben wir die stramm. Man lernt nie aus, ne? Man lernt nie aus. Ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben erst wenige Autos gebaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ey, das ist doch. Ah, okay, damit kann ich die. Wie kann ich das denn wegmachen, wenn ich so eine Leitung habe? Ja, ich das muss so. So? Was denn? Hä, du hast das Lenkrad doch auch mit den Dingern verbunden. Warum kann ich das nicht machen? Kannst du doch. Du musst hier das Lenkrad und dann links zzt, kannst du hier hinziehen. Bams. Du musst auch die oberen machen. Natürlich. Ah, ja, okay. Auf die das Achsendinger. War mein Fehler. Genau, auf die Achsenmächte muss das dann. Okay, ist auch die falsche Richtung natürlich. So, okay. Und ich okay. bin voll langsam. Das Lustige ist, das, was wir hier gerade machen, ist echt nur die Spitze des Eisbergs eigentlich. Ah, okay. Jetzt kann ich hier ein bisschen mehr Power geben. Wow! Ich weiß nicht, ah, ich sehe schon. Hey! Karre läuft aber, ne? Karre läuft. Läuft auf jeden Fall, guck mal hier. Nice! Also bei mir ist er so. Wir sind einfach wie so zwei. Ich komme mir gerade vor, wie in so einem Wohnheim, weißt du? Verdammt. Ey, wir haben noch richtig was gebaut bekommen, ey. Ja, das Problem ist aber, die kippen immer zu schnell um. Die kippen einfach zu schnell um. Das heißt, wir müssen vielleicht mal in der nächsten Folge gucken. Also entweder brauchen wir was Stabileres oder wir brauchen ein Stück... Was? Ist gerade wieder der TS im Arsch? Warum? Nee, ich... Also... Ich... Willst du meine neuen Teile? Da? Ey, Alter. Ist immer Wallride. Guck mal hier, warte, ich hole jetzt hier raus. Komm, mich mal fangen. Kiss mich nicht. Komm, mich doch fangen. Das, geht das eigentlich? Kann ich dich umhauen mit dem Auto? Ey! Oh. Entschuldigung. Ich dachte, du sitzt noch drin. Aber warte mal, ich muss das eh. So, dann müsste das so. Ah, husten. Mal kurz gucken. Ja. Ich muss auch nochmal ganz kurz. Nee, also das ist noch nicht so richtig nice. Ich bin auch nicht zufrieden, ehrlich gesagt. Also die Seifengurke ist ja super, natürlich. Oh, so richtig lenken tut der nicht. Wow. Ja, so fährt man auch ungefähr auch. Ach Gott. Also irgendwas stimmt da noch nicht. Wir sind nicht die besten Autokonstrukteure, aber wir hatten eine Menge Spaß bei dieser Episode. Nee. Ja? Und ganz kurz noch zur Information, was können wir an der Endcard erzählen eigentlich alles? Machst du eine Endcard? Ich mach keine Endcard. Machen wir keine Endcard? Nee. Ist warum ja denn nicht? Story. Ist ja momentan... Nee, was soll ich denn, wo soll ich denn das Filmmaterial hernehmen? Lässt da einfach machst den Hintergrund, Witze? Den wir zeigen. Machst du wie ich bei Forrest und so. Nee, guck mal, jetzt erzählen. Ja, dann erzählen wir das jetzt. Folge, genau, ist ja egal. Genau, dann mache ich vielleicht eine Endcard jetzt. Also, okay. In der nächsten Folge strippt der Sarazar. Oh ja. So, mit seinem Niederdeckchen und den niedlichen Gummidingern. Nee, pass auf, wir machen das so. Wir hatten ja in letzter Zeit immer so die Probleme, man kommt einfach nicht hinterher. Wir haben auch keine Zeit, uns regelmäßig zu treffen. Dann ist Forrest ausgefallen und so weiter und so fort. Wir machen das jetzt etappenweise.
Wir machen das jetzt etappenweise, damit wir uns gegenseitig ein bisschen entlasten. Wird diese Folge hier, die erscheint auf beiden Channeln, ne, also auf seinem und auf meinem. Die nächste Folge erscheint auf meinem Channel und die übernächste muss ich dann nicht mehr rendern. Die rendert dann der Sarazar, denn die erscheint auf seinem und dann wechseln wir uns einfach ab. Habe ich das richtig? Ja, ist genauso, ne? Genauso. Aber wichtig zu sagen natürlich, dass wir eine Playlist haben, da könnt ihr dann reinschauen, da findet dann eh mal alle Folgen. Also im Prinzip ist es kein Unterschied. Also, außer das ist eine andere Perspektive für irgendwen da draußen. Von der hübschen Lady oder dem Dickerchen halt. Genau. Also, geile Sau. Ja, und dann holen wir uns auf jeden Fall noch einen neuen Teamspeak, denn der scheint auch gerade wieder abzukacken. Ja, das machen wir dann auch noch. Ne, also das muss man auch noch irgendwie hinkriegen. Naja, auf jeden Fall war das eine mega lustige Folge. Ich habe mich totgelacht, ey. Das war richtig witzig. Du hörst mich. Ja, ich höre dich irgendwie. Jetzt geht's wieder. Alter. Strange. Willkommen zurück. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Was ist da los? Wir müssen noch was Tolles bauen. Wir können auch jetzt nicht einfach aufhören wegen Teamspeak. Das geht nicht. Verstehst du? Ach so. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Nee, da kommt noch ein bisschen was. Was isst du gerade? Burger. Boah, du bist so eine dreckige Sau. Boah. Ich dachte irgendwie, wir hätten die Abmut zum Kasten, aber haben wir ja noch. Ich komm dir jetzt dahin gefahren. Warte. Wo bist du? Ja, da. Ich fahre jetzt dahin. Was ist, ob ich raufjumpen kann? Yeah! Let's go! Okay, pass auf, eine Sache sorgt. Pass auf. Alter, nice! Alter, oh wieso? Oh nein! Bei uns gibt's doch keine Endcard, aber dafür verabschieden wir uns hier von dieser Folge. Vielleicht gibt's ja irgendwann eine Endcard. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game so findet. Wir gucken natürlich dann fleißig auch bei den ganzen Videos rein. Ansonsten noch einen super schönen Tag und wie gesagt, die nächste Folge gibt's dann beim Gronkh auf dem Channel. Einfach mal darüber schauen. Der hat ja auch viele neue Channels mit dem RPG-Channel und ganzen Schnicki-Schnacki. Ja, können auch mal reinschauen. Aber weil wir halt 18.000 Folgen macht, beziehungsweise der Gronkh vor allem und ich ja...